Der Vorbau dieses Hauses, welches in einer hügeligen Gegend in der Gemeinde San Pellegrino Terme gebaut wurde, wies ein Rissbild auf, welches eindeutig auf eine Setzung hindeutete. Die Setzungsschäden waren anhand der Unebenheiten des Fußbodens und der Absenkung der Pfeiler des Vorbaus sichtbar. Unser technischer Berater vor Ort erstellte nach einer gründlichen Inspektion, welche auch kostenlos in ganz Österreich durchgeführt werden, einen Maßnahmenplan. Um den Abriss und Wiederaufbau des Bauwerks zu vermeiden, lösten wir das Problem durch direkte Injektionen von Uretec Geo Plus Expansionsharz in den Baugrund. Dank unserer über 30-jährigen Erfahrung haben wir mehr als 55.000 Eingriffe durchgeführt, 1.000 davon in Österreich. Mit unseren Teams von hochqualifizierten Mitarbeitern und mobiler Baustelleneinrichtung greifen wir vor Ort ein, ohne die normalen Aktivitäten der Personen zu beeinträchtigen. Es sind keine Aushubarbeiten erforderlich, sodass die Baustelle schnell und nicht invasiv ist. Für die langfristige Sanierung haben wir zwei Uretec-Lösungen vorgeschlagen: Unterfangung der Fundamente und Stabilisierung sowie Anhebung der Fußböden. Zur Stabilisierung und Anhebung des Fußbodens setzte unser Baustellenteam das exklusive Uretec Floor Lift Verfahren ein. Dazu wurden Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm durch den Belag gebohrt und Lanzen zur Injektion des Expansionsharzes in das Fundament eingeführt. Die Hohlräume wurden durch unsere Kunstharzinjektionen verfüllt und der Untergrund des Bodens wurde bis zu einer Tiefe von 3 Metern verdichtet. Die anschließende Anhebung, welche mit Laserinstrumenten überwacht wurde, glich die Unebenheiten des Fußbodens aus. Die Verdichtung und die Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens unter dem Pfeilerfundament sollte mit einer langfristigen Uretec-Lösung erzielt werden. Durch den Einsatz des Uretec Deep Injections Verfahrens konnte bis zu einer Tiefe von 4 Metern der Untergrund verdichtet werden. Nach dem Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 26 mm durch das Fundament wurden von uns Multipoint-Injektionslanzen eingeführt und wir injizierten gemäß dem Injektionsplan Uretec Geo Plus Expansionsharz in den Untergrund. Das patentierte Uretec Multipoint-Injektionsverfahren ermöglicht eine kapillare Verteilung des Harzes und gewährleistet eine homogene sowie örtlich begrenzte Verdichtung im Baugrund. RAM-Sondierungen vor und nach dem Eingriff bestätigten die Erhöhung der Tragfähigkeit und die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des behandelten Bodens. Dank der über 30-jährigen Erfahrung wird das Uretec-Verfahren von Fachleuten des Bauwesens und der Geotechnik geschätzt. Schnell, kostengünstig und minimalinvasiv konnten damit bereits 1000 Bauwerke in ganz Österreich stabilisiert werden. We'll be right back.